Mal schauen, ob sich inzwischen dort oben was getan hat. Was ist das? Nein, schon! Der schon wieder. Ja, sie hat sich anscheinend jemand sehr viel Mühe gegeben. Asgard, du bist absolut taktlos. Ja, wenn schon. Der Tod ist nur ein Spiel. Das ist ja eine kleine Hure von ihm. Aber wer ist das? Moment, den kenne ich doch auch. Woher nur? Woher? Aisha, meine geliebte Aisha. Wieso ist das alles nur passiert? Ich liebe dich so sehr. Weihnacht. Nein! Naja, was soll's. Jedenfalls weiß ich jetzt, wo die beiden stecken. Und den anderen werde ich auch gleich töten. Ja, da sind wir wieder sehr viel Reichtum bisher. Reichtum. Oh, Eich. Hallo, schauen wir sie da runter. Hey, nettes Schwert. Hey, mein schönes Schwert. Soll ich bald gar nicht mehr tausende neue Schwerter kaufen? Was machen sie denn jetzt? Asgard, bitte belebe sie wieder. Na schön, wenn es dein einziger Wunsch ist. Ja, bitte. Bitte, ich lecke dir die Füße ab. Dann bist du mir aber noch mehr schuldig, Weiner. Jetzt hör mal auf, doch auf, Babu und Asabada. Jetzt hör doch mal auf, andauernd an dich so zu denken. Du schuldest mir dies, du schuldest mir das, du schuldest mir ein Apfel, ein Ei. Hört auf, euch zu streiten, helft mir lieber, ihr Arschlöcher. Am besten wir bringen sie in die Höhle, da weht es nicht so stark. Das gefällt mir ja, da wird sie da wieder belebt, wo sie ihren Tod fand. Ich finde das zwar schon beinahe makaber, aber gut, solange sie wieder lebt. So, sie wollen sie wieder beleben? Was für Narren! So, da wären wir. So weit, so gut. Und nun? Jetzt gibst du mir das Blut eines Menschen, der mit einem Vampir geschlafen hat. Wie bitte? Du hast mich doch verstanden. Das Blut eines Menschen, der mit einem Vampir geschlafen hat. Sag bloß jetzt nicht. Du hast kein Blut besorgt. Ja, irgendwie. Denkst du überhaupt mit? Du warst doch dabei, als ich dein Blut genommen habe. Um allein wiederzubeleben. Du wusstest doch, dass man solches Blut dafür braucht. Natürlich, wie dumm von mir. Was für Schwächlinge. Und was machen wir jetzt? Wir nehmen doch nochmals mein Blut. Warum denn nicht? Ich bin doch nur Vampir jetzt und so, aber egal. Durch mein Blut soll sie leben. Das ist doch Wahnsinn, das klappt niemals. Nein, das werden wir nicht machen. Wieso nicht? Weil Elaine hat es doch auch funktioniert. Weihnacht, wir brauchen das Blut eines Menschen. Du Vampir. Nicht Mensch. Du warst Mensch. Du jetzt Vampir. Ich glaube, das sind doch nur faule Ausreden. Ihr wollt nämlich gar nicht, dass Aisha wiederlebt. Ihr habt nämlich Spaß, dass ich mich so wie ein Emo aufführe. Weihnacht, hör auf sowas zu sagen. Du hast zwar recht, aber trotzdem. Du wagst es, mich zu kritisieren. Ja, ihr wollt doch nur, dass ich unglücklich bin. Das hast du, da hast du recht. Damit ihr mich leichter kontrollieren könnt. Ja, da hat er nicht ganz unrecht. Vielleicht zerreißen sie sich gegenseitig die Kehle. Ah, Walner, ich warne dich. Nein, ich warne dich. Treib es nicht zu weit. Ich soll es nicht zu weit treiben. Ich bin ein Schöpfer, vergiss das niemals. Und wie gerne ich es doch vergessen würde. Okay, jetzt reicht's. Kennst nicht, was für eine Szene. Da hast du nie ganz unrecht. Ah, jetzt haben wir dich hier wieder. Weiner, streck sofort deine Hand aus. Wieso sollte ich? Streck sofort deine Hand aus. Schon gut, ruhig, Brauner. Asgard, was hast du vor? Halt still. Hey. Au, hack mir die Hand ab, aua! Weihnacht! Jetzt füll ihr Mund mit deinem Blut! Asgard, du bist doch nicht wirklich! Ich werde ihm zeigen, was deine Sturheit bewirkt! Eiche, Fleisch wirst du leben! Durch meine Hand! Ja, das Blut! So ist richtig!
solltest du werden? Enough is poor! Sister Esther! Von den Toten auferstanden, zeige deine Macht der Welt. Geboren im Licht, auferstanden im Schatten. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Deine Seele seinem Schwarz, wie die Nacht und mächtig wie das Chaos. Geboren, um zu leben, im Wundern jeder Zeit. Erwache aus deinem Schlaf! Oh, mal gucken, was daraus wird. Da auch ein Flash-Trip wird, haben wir ein viertes Party-Mitglied. Kein Drogentrip. Sieht anders aus. Ja. Die schwebt. Ja, sie lebt noch. Was ist passiert? Aisha, du lebst wieder. Mir tut alles weh. Oh, mein süßer Schatz, ich liebe dich. Jetzt wird's kitschig. Ja, ich muss gleich kotzen. Asuka, freut dich doch für Walner. Nein. Wo bin ich und wer seid ihr? Ich bin's, mein Liebling, erkennst du mich nicht? Ich fühle mich irgendwie seltsam. Mach dir keine Sorgen, das sind bestimmt noch Nebenwirkungen des Zaubers. Das glaube ich nicht. Alles dreht sich um mich. Was hast du? Was hat sie? Oh, nein! Aisha? Ich werde euch alle töten! Ich hab's geahnt! Das hast du jetzt mit deiner Sturköpfigkeit, Walner! Deine Freundin ist ein unberechenbares Monster geworden! Aber... Ich werde euch euer Blut völlig aussaugen! Sondern ich will nur noch eine leere Hülle übrig bleiben! Okay, jetzt ist genug! Stirb! Aisha! Aisha. Sie ist weg? Da siehst du mal, was deine Sturköpfigkeit gebracht hat. Der Malix hat ein Problem mit dem Wort Sturköpfigkeit. Das schreibt man nur mit einem R. Wie konnte das nur passieren? Jetzt hör auf zu heulen. Sie ist ein Monster geworden. Find dich damit ab. Sei nicht so gemein zu Walner. Du bist auf seiner Seite. Aber wir wollen mal allen recht geben. Frauen widerspricht man nicht. Du hast anscheinend recht. Natürlich habe ich recht. Schön, dass du es einsiehst. Ich habe immer recht. Ich bin eine Frau. Lass uns gehen. Es bringt nichts mehr, noch länger hier zu bleiben. Gehen wir zum Schloss zurück und planen dort, was wir als nächstes unternehmen. Was für eine überraschende Wendung, die wir mit dem Drücken dieses Knopfes nun in eine Aufnahmepause münden werden und... Bin froh, dass ich jetzt wieder Material zum Hochladen habe. Gab jetzt einige Zeit keine Videos. Also, wenn das Video online ist, gab es jetzt schon wieder ein paar Videos, aber... Ihr wisst schon, wie ich es meine. Mein treuer Abonnent, der mich immer schaut, wird es schon wissen. 16 Abend. Ich liebe dich. Und bis... Also, dann bis zum nächsten Mal. Wir drücken ja auf Dings und... auf Aufnahmepause. Und tschüss. Aisha ist also böse geworden. Wieso denn, Opa? Nun, der Zauber von Asuka ist einfach nicht geeignet gewesen. Denn erstens war Aisha ja gar nicht richtig tot. Und der Zauber darf nur auf wirkliche Tote gezaubert werden. Und zweitens war Walners Blut nicht für diesen Zauber geeignet. Und die Kombination dieser beiden Faktoren hat letztendlich ein blutrünstiges Monster aus Aisha gemacht. Wie tragisch. Und was hat Abraxas derweil gemacht? Er hat die Szene soweit mitbekommen, bis sich Aisha teleportiert hatte. Natürlich ist sein Zauber trotzdem noch aktiv und so kann er auch weiterhin durch Aishas Augen sehen. Wieso hat Aisha eigentlich nicht die drei angegriffen? Aisha hat erkannt, dass sie im Moment noch nicht ihre volle Kraft besitzt. Aber früher oder später werden die vier wieder auseinander aufeinander treffen. Wie ging es dann weiter?
Nachdem sie dann alle festgestellt hatten, dass sie im gleichen Kindergarten groß geworden sind und die böse Hexe in Wirklichkeit ihre damalige Kindergartenaufseherin war, sprangen sie sich alle glücklich in die Arme und lebten von nun an friedlich miteinander. Ende. Schön. Opa, das ist doch nicht dein Ernst. Doch, was? Oh, entschuldige, das war ja eine ganz andere Geschichte. Oh, ich war halt auch nicht jünger. Oh, mit 98, 152, ich weiß es nicht, wie alt ich bin. Jedenfalls flogen die drei dann zurück zu Asgards Schloss und planten ihre weiteren Schritte und Tritte. Vor allem Tritte. Walner übte seine Kung-Fu-Tritte. Also, ich denke, unsere Ziele sind eigentlich klar. Erstens suchen wir nach Aisha und wenn wir sie gefunden haben, machen wir sie unschädlich. Zweitens suchen wir den Auftraggeber dieser Ratte, die mein Schloss angegriffen hat. Wenn wir ihn gefunden haben, dann reißen wir ihn den Kopf ab. Du kannst das immer so präzise und so völlig ohne Skrupel sagen, Liebling. Ich bin ja schon lange genug Vampir. Aber du hast noch Abraxas vergessen und seinen unbekannten Auftraggeber. Ach so, richtig. Also, drittens suchen wir nach Abraxas und seinem Auftraggeber. Hm, na schön, da haben wir ja allerhand zu tun. Ich denke, es wird Zeit, dass wir dir zwei neue Zauber beibringen, Walner. Ich zeige dir jetzt die Zauber Fledermausmantel und Zuflucht. Als Fledermaus können wir dann die Welt erkunden. Der Zauber Zuflucht bringt dich immer mein Schloss zurück, sodass du hier alle Dinge schnell nutzen kannst. Also die Seelensteinherstellung, die Verschmelzung mit Seelen zu deiner Stärkung, das Seelenglücksspiel und natürlich den Zauberkreis, wo du neue Zauber lernen kannst, Verzeihung. Du solltest alles sehr oft nutzen, denn es macht dich mächtiger und wird uns helfen. Wenn du den Zufluchtszauber noch einmal benutzt, bekommst du wieder die gleiche Stelle zurück, wo du vorher standest. Das ist gut. Also pass auf, die Zauber gehen so hier. Abracadabra, Simsalabim, zweimal schwarzer Kater. Und Pipapopupa. Ah, ja, also, oh, ah, alles klar. Also ich musste einfach hier dreimal drechseln und, ja, alles klar. So, ich gebe dir noch eine Karte, mit der du dich besser auf der Welt orientieren kannst. Hurra! Ich muss dir auch noch eine Kleinigkeit erklären. Warum nicht? Wie du schon wissen solltest, ist die Welt voller Menschen, Monster und gefährlicher Tiere. Da dich aber nichts hindert, jede Höhle dieser Welt zu durchforsten, kannst du froh sein, dass es deine Vampirsinne gibt. Sie schlagen Alarm, wenn du dich in ein Gebiet begibst, in dem zu starke Monster ihr Unwesen treiben. Wenn du folgendes Symbol in deinem geistigen Auge siehst, dann solltest du dich von dieser Gegend fernhalten, bis du stärker geworden bist. Schön. Und wenn du folgendes in deinen Gedanken siehst, dann weißt du, dass in der Nähe ein sehr einzelner, sehr stärker Gegner sich aufhält. Das kennen wir ja schon, das Symbol. Super. Übrigens triffst du als Wolf oder Fledermaus wesentlich seltener auf Gegner. Und noch was zu der Fledermausverwandlung. Achte unbedingt darauf, dich nicht auf offenem Meer zurückzuverwandeln. Das wäre nicht gut. Deine vampirale Aura verhindert zwar, dass du versinkst, aber du steckst immer noch fest. Wenn du dann kein Blut mehr hast, sieht es schlecht für dich aus. Es gibt so eine letzte Rettung, aber dafür musst du einen hohen Preis bezahlen. Es ist der Zauber Blutkonzentration. Wenn du ihn sprichst, erhöht sich zwar dein Blutvorrat, aber du verlierst dauerhaft Lebensenergie. Setz ihn also nur im Notfall ein. Aber so funktioniert der Zauber. Also, gleich wieder. So, dann lasst uns aufbrechen. Und weitermachen, ja. So. Verzeihung, hat mir gerade was. Und so. Neue Zauber können wir nicht lernen. Hier ist irgendwo noch ein starker Gegner. Oh. So, die Zaubersprüche sind nicht. Zauberbücher sind nicht lesbar. Wunderbar, jetzt sind wir also im freien Erkundungsmodus und können hingehen, wohin wir wollen. Und vorher werden wir ein wenig Hintergrundmusik haben und schauen, was wir noch. Nee, ich wollte keine Optionen. Ich wollte meine Aufgaben gucken. Wir hatten ja noch ein paar Nebenquests. Und wollte mal gucken, was es so gibt. Aufgaben. Bringe den Brief von Marlene zu ihrem Onkel in Istar und hole dann von ihr deine Belohnung ab. Hole den Kopf von Golbert, der sich nördlich im Wald von Kleiner versteckt, und bringe ihn zu jemandem in Knellenner. Finde einen Anhalt von Aisha, finde einen Anhaltspunkt zu Abraxas, finde heraus, wer der Auftrag von Celestia ist. Schön. Aber wir gehen erstmal ein bisschen Silber holen. Meine schönen Skelette. Alle tot. Alle tot. Ronak. Ich werde ein bisschen die Situation beobachten, Meister.
aber halte dich vor eventuellen Angreifern fern. Wie ihr befehlt.